Yeah, Leute, willkommen zurück zu Black Mirror. Es freut mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, es tut mir leid, dass der letzte Part eigentlich nur aus einem Rätsel bestand, und zwar dieses komische Bild hier. Aber es gehört nun mal ein bisschen dazu, sowas zu hinterfragen. Deswegen würde ich sagen, wir reden jetzt nochmal mit den ganzen Leuten, unter anderem dem Diener, also Bates. Ja, eigentlich will ich mit allen reden, weil mich würde interessieren, wer das jetzt ist. Und irgendwie geht unser Samuel ein bisschen komisch, oder kommt mir das nur so vor? Obwohl das für die damaligen Verhältnisse wahrscheinlich noch richtig gut war. Weil wir haben uns nämlich hier noch gar nicht umgesehen. Weil da drüben ist ja wahrscheinlich auch was, oder? Bibliothek? Weil da ist ja auch was, ne? Da auf jeden Fall sind da Stühle. Ach! Das ist doch Bates. Ey, Alter. Ich freue mich über Ihre Rückkehr, Sir. Wir haben Ihr Zimmer nicht angerührt. Es ist alles so geblieben wie damals, als Sie weggingen. Sehr schön. Danke. Falls aufgeräumt werden sollte oder sonst irgendetwas, sagen Sie es mir einfach. Das wird nicht nötig sein. Alles ging so schnell. Ich hatte keine Zeit, meinen Besuch anzukündigen. Es wäre mir eine Freude, Ihnen wie auch immer zu helfen. Danke, ich komme zurecht. Brauchen Sie sonst noch etwas, Sir? Okay, er ist wirklich ein guter Kammerdiener. Ja, Kammerdiener sagen, ein guter... Ja, reden wir mal mit jedem Einzelnen. Ja. Ich habe mit Robert gesprochen. Ich habe das Gefühl, dass es ihm nicht sehr gut geht. Das liegt vermutlich an seinen Verpflichtungen in Ashbury. In letzter Zeit kommt er mir oft erschöpft vor. Er verbringt immer mehr Zeit mit seiner Arbeit. Oft bleibt er sogar über Nacht dort. Wenn er abends heimkommt, sperrt er sich in sein Arbeitszimmer ein und arbeitet bis spät in die Nacht. Er lässt nicht einmal mich herein. Vermutlich will er einfach nicht gestört werden. Vielleicht, aber das hat er früher nicht getan. Ich spreche nochmal mit ihm. In Ordnung, Sir. Bates, können Sie bitte den Kamin in meinem Zimmer anzünden? Es ist recht kalt dort. Oh, entschuldigen Sie diesen alten Butler, Sir. Das hatte ich völlig vergessen. Ich zünde Ihnen gern den Kamin an. Und wenn das Zimmer gründlich gereinigt werden soll, sagen Sie es bitte. Es stand über 12 Jahre lang leer und ein oberflächliches Aufräumen genügt nicht. Nein, das Zimmer ist in Ordnung. Danke. Gern geschehen, Sir. Ich habe den Eindruck, dass sich hier seit meinem Weggang nichts verändert hat. So viele Jahre sind vergangen. Aber es kommt mir vor, als wäre es erst einen Monat her. Die gleiche Landschaft, das gleiche Wetter. Als ob die Zeit an diesem Ort stehen geblieben wäre. Sir, in Ihrer Abwesenheit hat sich vieles verändert. Glauben Sie mir, nichts ist so, wie es war. Wir alle werden alt. Und alles um uns herum ebenfalls. Ich bin seit meiner Jugend hier im Dienst. Und ich weiß sehr gut, wie man sich durch diesen Ort verändert. Während der letzten Monate ist es Tag für Tag schlimmer geworden. Es war, als ob das Dunkel in den alten Mauern dieses Schlosses allmählich von uns Besitz ergreifen würde. Vielleicht haben Sie recht. Auch ich fühle mich nicht gerade wohl innerhalb dieser Mauern. Sie wecken in mir Erinnerungen, die ich lieber vergessen wollte. Sie haben etwas Seltsames und Finsteres an sich. Und diese trostlose Stille... Ich brauche den Schlüssel vom Dachboden. Wissen Sie, wo ich ihn finde? Er hängt in der Küche, gleich neben der Kellertür. Sie können ihn nicht übersehen. Ich brauche den Schlüssel nachher selber. Können Sie ihn später wieder dorthin hängen, Sir? Natürlich. Ich bringe ihn wieder zurück. Danke. Bates, es mag Ihnen seltsam erscheinen, aber ich möchte die genaue Stelle sehen, an der William starb. Oh, aber warum, Sir? Ich habe meine Gründe. Na gut, wenn Sie darauf bestehen, folgen Sie mir. Hier,
ist das Furchtbare geschehen. Bitte verlangen Sie nicht von mir, es Ihnen zu beschreiben. Ich habe dem Inspektor bereits alles gesagt und ich möchte nicht... Nein, ist schon in Ordnung, Bates. Warum denn das alles, Sir? Ich spüre, dass etwas nicht stimmt. Ich weiß nur nicht, was. Ist Ihnen hier etwas Ungewöhnliches aufgefallen? Nein, vielleicht nur... Wir haben einen seltsamen Fleck neben dem Turmfenster entdeckt. Genau da. Niemand weiß, woher er stammt. Wenn Sie erlauben, Sir, ich möchte jetzt gehen. Aber sicher. Ich wusste, dass Bates nicht verstehen würde, warum ich das tat. Aber ich habe das Gefühl, hier stimmt etwas nicht. Ich hoffe im Übrigen, es stört euch nicht, dass ich die Untertitel rausgetan habe, weil es ist eh deutsche Sprache, also die versteht eh jeder. Ja, ich hab's gerade gesehen, ein Fleck. Okay, was genau soll das sein? Das sieht aus wie ein Symbol. Eine Rune vielleicht. Das sollte ich irgendwie festhalten. Okay, mit dem Fotoapparat, beziehungsweise der Kamera. Strauch, ja, wenn wir es den auch noch ansehen können. Das Schloss ist buchstäblich von Sträuchern umgeben. Rechte Maustaste? Das sehe ich mir näher an. Ah, okay. In den Ästen dieses Strauches klemmt etwas. Okay, was ist das? Was könnte das sein? Ja, das habe ich mich auch gerade gefragt, Samuel. Aber ich will noch mal mit Bates reden. Das war nicht gerade das Endgespräch, das wir jetzt hatten. Ich will mein Gespräch noch zu Ende finden, weil... Wäre ja sonst ein bisschen blöd, ne? Nein, nicht zum Esszimmer. Ich will hier rübergehen. Richtung Bibliothek. Weil da ist wahrscheinlich Bates wieder. Wo ist jetzt Bates? Bates? Ja, das andere Zeug kann ich mir später ansehen. Wo ist denn jetzt Bates hin? Naja, vielleicht in die Küche. Oder zum Esszimmer. Ich habe ja noch nicht fertig geredet. Zum hinteren Garten? Ja, vielleicht ist er in der Küche. Kann ja sein, ne? Ach ja, da ist er ja. Reden wir nochmal mit ihm. Bates? Ja, Sir. Sie sehen nicht gut aus. Warum nehmen Sie sich nicht ein paar Tage frei? Danke, Sir. Es geht schon. Es ist nur... William, wir haben unsere besten Jahre hier zusammen verbracht. In der Tat. Im Laufe der Jahre sind Sie bestimmt gute Freunde geworden. Ja. Bitte lassen Sie uns nicht weiter darüber reden. Es hat in letzter Zeit schon genug Sorgen gegeben. Bates... Sie sollen wissen, dass Sie uns eher ein Freund als ein Diener sind. Danke, Sir. Geht's Ihnen ganz bestimmt gut, Bates? Sie wissen, dass Sie sich jederzeit ausruhen können. Danke, Sir. Ich glaube, es wird schon. Sehen Sie sich dieses Foto an. Kennen Sie diesen Mann? Er kommt mir nicht bekannt vor. Ich habe allerdings kein gutes Gedächtnis für Gesichter. Tut mir leid, Sir. Das habe ich an der Stelle gefunden, zu der Sie mich geführt haben. Sie meinen, dort wo Sir William? Ja, ich bin sicher, es wird Licht in das bringen, was geschehen ist. Da bin ich nicht so optimistisch, Sir. Vielleicht sollten Sie dieses Objekt Inspektor Collier übergeben. Bates, dieses Ding kann uns helfen, etwas Neues herauszufinden. Ich weiß nur eines, Sir. Sir William ist tot. Und nichts und niemand kann das ändern. Sie glauben, dass es Selbstmord oder ein Unfall war? Ich habe William zu lange gekannt, um das zu glauben. Tja, ich habe meine Meinung zu der Sache schon geäußert. Lassen Sie mich jetzt wieder arbeiten, Sir. Sie überraschen mich, Bates. Es tut mir leid, Sir. Sprechen Sie mit Henry. Er hat an dem Abend im Blumenbeet gearbeitet. Er weiß vielleicht mehr als ich. Ich habe das Gefühl, Bates weiß etwas, was er verheimlichen will. Aber warum sollte er das tun?
Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich werde jetzt gehen. Ich wende mich wieder meiner Arbeit zu. So, Leute, entschuldigt für die ganz kurze Cut. Ich wurde von meinem Bruder wieder mal gestört, aber es war keine Absicht in diesem Fall. Ja, wir haben jetzt mit Bates gesprochen und wir sollen jetzt mit, wir sollen jetzt mit Ding reden, mit dem Gärtner. Also mit Henry, glaube ich, heißt der. Ja. Hier, glaube ich, waren wir schon. Deswegen gehe ich einfach mal... Ach so, hier können wir ja nicht rein, ne? Ich glaube, wir gehen mal auf die... durch die Eingangshalle. Das wäre jetzt, glaube ich, am einfachsten. Hier waren wir ja schon. Nein, die Brieftasche brauche ich nicht. Ja, sorry, ich bin heute ein bisschen heiser. Ich hatte heute wieder mal eine Diskussion mit ein paar Werbekunden und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist jedes Mal strapazierend. Aber gut, scheiß drauf. Gut, dann verlassen wir mal eben das Schloss und schauen uns an, was Henry zu sagen hat. Er heißt doch Henry, oder? Laut Bates auf jeden Fall. Okay, müssen wir da ganz nach unten hin, oder was? Zum Haupttor. Ja, diese Schlösser haben ja immer riesige Umfelder. Okay. Schwellendes Laub. Der Rauch von dem Laub riecht gut. Okay, mehr sagst du nicht dazu? Henry? Guten Morgen. Guten Morgen, Sir. Mein Name ist Henry. Ich kümmere mich um den Garten. Es ist kein leichter Job. Ich habe niemanden, der mir hilft. Aber wahrscheinlich wollten Sie mit mir über etwas anderes sprechen, Sir. Was kann ich für Sie tun, Sir? Ich möchte Ihnen nur ein paar Fragen stellen. Wie lange arbeiten Sie hier, Henry? Etwa ein Jahr, Sir. Der Garten kommt mir etwas vernachlässigt vor. Früher stand hier alles in Blüte, aber jetzt? Ich tue mein Bestes, Sir. Aber alleine schaffe ich nicht alles. Dieser Garten macht eine Menge Arbeit, Sir. Warum pflegt hier niemand den hinteren Garten? Ich weiß nicht, Sir. Vermutlich, weil niemand mehr dorthin geht. Und was ist mit dem Springbrunnen? Früher waren da Fische drin. Ich habe kein Problem mit dem hinteren Garten als solchen, aber ich möchte, dass Sie den Springbrunnen reinigen. Aber, Sir, ist das nicht ziemlich zwecklos? Ich meine, von draußen kann man ihn nicht mal sehen. Das bedeutet eine Menge sinnlose Arbeit. Entweder Sie haben ihn bis morgen gereinigt oder Sie können sich einen neuen Job suchen. Wie Sie wünschen, Sir. Sagen Sie, Henry, wie kamen Sie mit Sir William zurecht? Ich kannte ihn nicht richtig, Sir. Ich habe ihn kaum gesehen. Sie haben jeden Tag hier gearbeitet und ihn trotzdem kaum gesehen? Nun sehen Sie, Sir William ging nicht sehr oft in den Garten. Und ich bekomme meine Anweisung nur von Madame Victoria. Bates durfte als einziger sein Arbeitszimmer betreten. Er hat sonst niemanden reingelassen. Können Sie mir sonst noch irgendetwas über ihn sagen? Ich möchte es Ihnen eigentlich nicht so gern sagen. Was denn? Naja, wie soll ich sagen? Alle hielten ihn für ein bisschen verrückt, wenn Sie wissen, was ich meine. Reden Sie weiter. Ich möchte eigentlich nicht darüber reden, Sir. Fragen Sie bitte jemand anderen. Was meint er damit? Warum sollte man William für verrückt halten? Sehen Sie sich das an. Ich habe es am alten Turm gefunden. Warum zeigen Sie es mir, Sir? Nun, ich habe es Bates gezeigt und er meinte, ich solle mit Ihnen sprechen. Wissen Sie etwas darüber? Ich? Ich wüsste nicht, weshalb. Sowas habe ich noch nie gesehen. Außerdem meinte er, Sie hätten am Nachmittag die Sträucher in dem Bereich geschnitten. Ja, das stimmt. Aber mit diesem Ding habe ich nichts zu tun. Beruhigen Sie sich. Sagen Sie mir nur, was Sie darüber wissen. Das ist alles. Na schön. Aber Sie müssen versprechen, es Madame nicht zu sagen. Ich kann es mir nicht leisten, meinen Job zu verlieren. Natürlich. Nun reden Sie schon. Also, ich weiß auch nicht, was es ist. Aber sowas Ähnliches habe ich in der Nähe gefunden. Haben Sie es bei sich? Nein, habe ich nicht. Sehen Sie, ich hab's verpfändet. Ich war pleite. Verpfändet? Es sieht nicht besonders wertvoll aus. Naja, vielleicht nicht das, was Sie da in der Hand haben.
Aber in dem, was ich gefunden habe, war ein wunderschöner Edelstein. Ein Rubin, würde ich sagen. Wo haben Sie es verpfändet? Bei dem alten Murray. Wo sonst? Es ist ein Glück, dass Sie es mir noch rechtzeitig gesagt haben. Geben Sie mir den Pfandschein, dann löse ich das Objekt aus. Aber ich habe ihn nicht mehr. Ich weiß nicht, wo ich ihn aufbewahrt habe. Henry, es ist sehr wichtig. Versuchen Sie, sich zu erinnern. Ich habe keine Ahnung, wo er sein könnte. Aber Sie halten sich doch an Ihr Versprechen, oder? Es bleibt doch unter uns, Sir. Wir werden sehen. Henry, erkennen Sie den Mann auf diesem Foto? Haben Sie ihn je gesehen? Nein, Sir, ich glaube nicht. Wer ist das? Sollte ich ihn kennen? Nein, vermutlich nicht. Ich wollte nur wissen, ob Sie ihm je begegnet sind. Tut mir leid, Sir. Henry, kommen wir wieder zu diesem Pfandschein. Ich wusste, dass Sie darauf zurückkommen, Sir, aber glauben Sie mir, ich habe ihn wirklich nicht. Sie haben das Geld gebraucht, also haben Sie den Pfandschein praktischerweise verloren. Nun ja, ich brauchte das Geld, nicht den Schein. Ich hatte eigentlich nicht vor, das Ding auszulösen. Jemand könnte sich dafür interessieren, wo ich das Ding gefunden habe. Und ich könnte meinen Job verlieren. Sie werden ihn mit Sicherheit verlieren, wenn Sie mir diesen Schein nicht geben. Aber ich habe ihn doch nicht. Sie haben versprochen, dass das unter uns bleibt. Henry, Sie müssen sich im Klaren sein, dass mir das sehr wichtig ist. Sie müssen mir diesen Schein besorgen. Würde ich ja, wenn ich nur könnte, Sir. Na gut, ich glaube ihm kein Wort. Ich will Sie nicht länger stören. Okay, Henry wirkt auf mich allerdings sehr sympathisch und freundlich. Er wirkt halt wie so ein verlorener Junge, weil er halt pleite war und der Job alles für ihn ist, weil er sonst halt nicht über die Runden kommt. Also das Teil hat hier ein Loch. Das heißt, er hat wahrscheinlich das herausgenommen, was da drinnen war. Ich muss aber ehrlich sagen, ich glaube, ich werde noch in die Bibliothek gehen, weil wir haben, glaube ich, noch nicht mit... wir haben, glaube ich, jemanden übersehen, mit dem ich noch reden könnte. Und das werde ich jetzt auch nachholen. Weil dieser andere Typ, der auch noch im ersten Part dabei war, wo war der nochmal? Naja, zum Esszimmer muss ich jetzt nicht unbedingt, aber scheiß drauf. Esszimmer, Gemeinschaftsraum. Ah, hier geht's zur Bibliothek. Ja, da waren wir, glaube ich, noch gar nicht drinnen, oder? Ja, dieser Henry kommt mir komisch vor. Aber dass Samuel ihn gleich, ob es ihn so blöd anschnauzt wegen seines Jobs. Ja, manchmal denkt man sich schon seinen Teil, oder? Ich kann ja auch mit solchen Vorgesetzten überhaupt nichts anfangen, die gleich mal wütend werden. Herman. Ja, reden wir gleich mal mit Herman, würde ich sagen. Doktor, kann ich kurz mit Ihnen sprechen? Ja, in Ordnung. Es geht um William. Ich weiß, dass Sie nicht nur sein Arzt, sondern auch sein Freund waren. Ja, das gilt für Ihre ganze Familie. Was haben Sie denn auf dem Herzen, Gordon? Ihnen ist wohl klar, dass dies kein angemessener Zeitpunkt ist, um über William zu sprechen. Ich glaube nicht, dass es ein Unfall war. Nun, es ist in der Tat seltsam. Wie sollte es nur passiert sein? Und diese Verbrennungen. Was für Verbrennungen? Zahlreiche tiefe Verbrennungen. Ich habe keine Ahnung, woher sie stammen. Reden Sie weiter. Nicht jetzt, Mr. Gordon. Ich möchte heute wirklich nicht mehr darüber reden. Kommen Sie morgen wieder, dann erzähle ich Ihnen gerne alles. Also gut, dann erwarten Sie morgen meinen Besuch. Ich werde bestimmt kommen. Dr. Herman weiß etwas Wichtiges. Ich muss morgen mit ihm sprechen. Haben Sie diesen Mann schon mal gesehen? Nein, habe ich nicht. Er sieht aus wie jemand, an den ich mich erinnern würde, wenn ich ihn gesehen hätte. Okay, wir sollen also morgen mit Herman reden. Er war also Williams Arzt oder generell der Arzt der Familie. Jeremy Gordon, Williams Vater. Also sein Urgroßvater, auf gut Deutsch gesagt. Ein Schriftstück. Oder mehrere. Alte Bücher und Dokumente. Wahrscheinlich sind sie von dem Haufen auf dem Stuhl heruntergefallen. Kann sein, ja. Aber was macht er die ganze Zeit in der Bibliothek? Ich meine, ist das so interessant hier?
Dieser Bücherschrank ist voller alter, staubiger Bücher. Ich glaube, nicht eines davon würde mich interessieren. Also kein Literaturfan. Naja, schauen wir mal zum mittleren Abschnitt. Ah, okay. Ein Schreibtisch. Coole Sache. Aber Leute, ich glaube, wir haben eh schon über 20 Minuten, deswegen muss ich an dieser Stelle sagen, ich beende den Part. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Wir werden dann im nächsten Part noch ein paar Nachforschungen begehen. Ich hoffe, das Let's Play gefällt euch weiterhin. Freut mich, dass es so gut ankommt. Ich merke es an den Aufrufen und danke an dich, Torti, für deine Mithilfe, für deine Tipps. Immer gern gesehen. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe, ihr schaltet auch das nächste Mal wieder ein zu Black Mirror. Bis dahin, macht's gut, Leute.